Emre Mor galt als eines der größten Nachwuchstalente im türkischen Fußball und jeder dachte, nachdem er aus Dänemark zum BVB gewechselt ist, dass er auch seinen Weg machen wird. Beim BVB wird so eine gute Jugendarbeit gemacht und jeder war sich sicher, das wird sein Startschuss. Da kann er sich am besten entwickeln mit so Voraussetzungen, mit so guten Mitarbeitern im Verein, die ihn nach vorne bringen können. Aber das hat er bis heute nicht geschafft, auch nach seinem Wechsel zu Celta Vigo nicht, auch nach Leihen zu Galatasaray. Hat er es nicht geschafft, sein Potenzial ausnutzen zu können. Das wollen wir heute ändern. Wir wollen heute gucken, wenn wir nochmal alles zurückstellen, was er für ein Rating bekommen kann. Jetzt haben wir die ganzen Stats gegeben, die er auch zu FIFA 17 hatte, wo er sein bestes Potenzial hatte mit einer 86. Wir sind mal gespannt. Wir werden natürlich alles simulieren. Wir haben jetzt da keinen Einfluss drauf, was hier so passiert. Werden auch nichts bei Dortmund dran verändern. Das Einzige, was wir machen werden, ist, dass wir ihn auf die Bank tun werden, damit er vielleicht ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Der Rest ist uns egal, was hier beim BVB passiert. Und da geben wir uns noch kurz nur 90er Manager-Rating, damit wir nicht rausgeschmissen werden. Und dann würde ich sagen, guck mir mal, was Emre Mor so im Winter macht. So, wir sind angekommen im Januar 2021 und wir sind mit BVB Dritter geworden, so nur am Rande der Infos so, ne? Dann schauen wir nochmal ganz kurz, wie sich hier unser Starspieler entwickelt hat. 71, ist nicht so zufrieden, hat er jetzt auch nur 3 Spiele gemacht, wurde 2-mal in der Champions League eingesetzt, 1-mal in der Bundesliga, dort konnte er eine Torvorlage machen. Ja, gut. Wir werden mal, okay, wir lassen mal diese Freigabe so, belassen wir mal. Vielleicht wird sie ja irgendwie gezogen. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Klar, ich meine, was will man erwarten, wenn hier so ein Reus und so alle vor einem spielen? Aber was wir machen werden, ist mal kurz Birki einsetzen. So. Ja, und dann schauen wir mal. Also, wie gesagt, es war mir klar, dass er nicht so viel am Anfang spielt. Vielleicht muss man wechseln. Ich meine, Dortmund hat so viele krasse Talente jetzt momentan. Ein Sandschuss ist voll. Alles rum dran. Vielleicht muss man ja doch dann zum anderen Verein. So, wir sind am Ende der Saison angekommen. Und was uns natürlich am meisten interessiert, ist natürlich, was mit Emre Mor passiert ist. Mit BVB sind wir Zweiter geworden. Dann schauen wir mal bei den Statistiken. Emre Mor wurde dann, sage ich mal, ein bisschen öfter eingesetzt. Noch einmal in der Champions League, 4-mal in der Bundesliga. Konnte dort aber auch nicht sehr viel machen. Hat aber plus 2 bekommen. Auch sein Rating ist, ist er denn zufrieden? Nee, gar nichts. Der ist richtig schlecht drauf. Ja, was soll man sagen? Er ist Perspektivspieler, trotzdem ein paar Einsatzzeiten gekriegt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht wird er dann am Ende, oder seit am Ende, am Anfang der nächsten Saison seine Freigabesumme gezogen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und dann schauen wir einfach mal, was mit ihm noch so passiert. So, jetzt habe ich mal die Transferphase simuliert, um zu gucken, ob er noch bei uns ist. Dann müssten wir halt zu dem Verein, wo er hingewechselt ist, und er ist noch da, seine Freigabesumme wurde nicht gezogen, also der Vertrag läuft aus. Dann wird er wahrscheinlich per Vorvertrag wechseln. Und ja, dann werden wir schauen, weil wir werden den Vertrag nicht verlängern. Und da bin ich mal gespannt, wo er dann am Ende der Saison landet. Ich denke, wir müssen jetzt nicht immer im Winter gucken, wo er dann wie weit ist. Er kann noch gar nicht per Vorvertrag wechseln, weil er ist noch zu jung. Okay, dann müssen wir den Vertrag doch verlängern. Und wenn er wieder so wenig spielt wie, sage ich mal, letzte Saison, dann werden wir wechseln, weil es bringt ja nichts, wenn er nur so 8-9 Spiele macht. Da kann er sich ja gar nicht entwickeln. So, wir sind angekommen im Juni 2022. Sind mit Dortmund Vierter geworden. Haaland ist halt absolute Maschine. Dann schauen wir mal, Emre Mor hat jetzt eine 74 in seine Statistik, sagen ich, okay, er spielt halt echt gar nichts. Und deswegen werden wir dann am Anfang der nächsten Saison wechseln, werden ihn auf Transferliste packen und dann schauen wir mal, wo es ihn hinführt. Er wird dann zum Verein gehen, wo er öfter spielt. War wahrscheinlich dann, was weiß ich, wie so ein FC Augsburg oder so, wäre halt absolut realistisch. Oder halt auch ins Ausland. Aber mal sehen. So, dann gehen wir mal hier auf die Teamzentrale, dann zu unserem Starspieler Emre Mor und werden ihn auf die Transferliste setzen. Und dann schauen wir mal, was für Angebote kommen. Okay, das erste Angebot kommt von Olympique Marseille.
Ah, ob er da mehr spielt, weiß ich nicht, aber interessanter Verein auf jeden Fall. Und es ist dann im Endeffekt auch so passiert, dass er zu OM gewechselt ist, zu Olympique Marseille. Und dann werden wir auch mal ganz schnell Trainer von Marseille. Bis gleich. Jetzt sind wir Trainer von Olympique Marseille. Und ja, wir müssen auf jeden Fall hier mal so die Aufstellung verändern, dass auch hier der gute alte Emre Mor auch spielen kann. So angekommen im Juni 2023. Da hoffen wir natürlich, dass er mal so ein paar 15, 20 Spiele gemacht hat. Er ist jetzt auf einer 76. Er muss Spiele machen, das steht ganz klar fest. Emre Mor, Statistik 25 Einsätze mit 5 Scorern. Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Wir können ja mal gucken. Sein Vertrag, okay. Generell, die Leute sind hier jetzt nicht so gut drauf. Haben jetzt einfach mal verlängert. Ja, wir können ja mal gucken, wie sein Potenzial jetzt so ist. Das Potenzial von Emre Mor ist auf einer 77 momentan, was echt nicht gut ist. Wenn man bemerkt, dass er noch 21 ist. Aber nun gut, auf jeden Fall hätte ich jetzt dann einfach mal gesagt, dass wir noch auf jeden Fall noch ein Jahr bleiben, weil er so auch viel spielt. Und dann schauen wir einfach mal, wie es ja nächste Saison aussieht. Dann werden wir, denke ich mal, wenn es nächste Saison auch nicht gut läuft, dann werden wir noch einmal wechseln. Wenn es dann nicht gut läuft, dann werde ich das Experiment beenden. Weil, wenn wir da ganz ehrlich sind, da bringt es auch nicht mehr viel. Auf geht's in die letzte Saison bei Olympique Marseille. Vielleicht. Vielleicht sind wir ja auch, sage ich mal, schlägt er jetzt so ein, der gute Emre Mor, dass er jetzt mal so drei, vier Ratings da oben macht. Mal sehen. So, angekommen. Am Ende des Jahres, wir sind in der Relegation. Oh Mann, Emre Mor nur auf einer 76. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wieder so am Team liegt. Werden noch einmal die Saison beenden. Ich hoffe, wir haben jetzt die Relegation dann irgendwie geschafft. Oder sind wir jetzt abgestiegen? Ich weiß es nicht so genau. Ach doch, wir sind hier in dem. Wir haben gegen SM Cho gewonnen und sind dann somit nicht abgestiegen. Ja, gut, ne? Aber danke, dass Sie Respekt vor meiner Philosophie haben, dass ich Olympique Marseille in die Relegation schicke, wenn man ein Jahr davor Champions League gespielt hat. So, wenn wir noch einmal kurz den Emre mal auf die Transferliste packen und dann schauen wir mal, was mit ihm passiert. Ja, und da wurde das Angebot auch abgelehnt. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde den Vertrag auflösen und dann suche ich mir einen Verein selber aus, wo ich mir vorstellen kann, ja, das könnte funktionieren. Deswegen Spieler freigeben. So, jetzt haben wir neue Spieler verpflichtet. Das sollte doch jetzt passen. Das passt auch. Spieler freigegeben und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinwechseln. Und zwar probieren wir es jetzt mal bei Lecce. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch in der ersten Liga vertreten sind oder in der zweiten. Oder auch nirgendwo. Dann probieren wir es jetzt bei ADO Den Haag. Vielleicht geht es da ja. Und es abstürzt. Okay, Eredivisie Fußball wird angezeigt. Wir sind da, okay, wir sind drin. Und dann werden wir jetzt versuchen, Emre Mor zu verpflichten. Und das ist die letzte Möglichkeit, dass er sich noch entwickeln kann. Bam, bam. Und ich weiß, ich glaube, ich Gehalt müssen wir schon ordentlich nach oben schrauben. 32.000. Und dann werden wir ihn verpflichten und dann gucken wir mal, ob er sich in der Eredivisie weiterentwickeln kann. Er nimmt das Angebot an, ist natürlich wichtig für die erste Mannschaft. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Also wirklich, er muss sich jetzt hier mal verbessern. Wir werden noch kurz eine Aufstellung machen, die auch zu ihm passt. Emre Mor dahin. So, dann noch die besten Spieler aufstellen. Und dann hoffen wir mal, dass er es endlich mal schafft, weil es kann ja nicht sein, wenn er. Wir stellen vorher das Ganze mal dieses Potenzial ein und hast du nicht gesehen. Und dann passiert da irgendwie nichts.
Dann werden wir mal gucken, wenn jetzt diese Saison genauso schlecht wird und er sich nicht um eine Gesamtstärke verbessert, dann werden wir das Ganze hier abbrechen. Da haben wir 4 Jahre es probiert und dann hat er sich in den 4 Jahren nicht so gut verbessert, nur um 6 Gesamtstärke-Punkte und das ist halt echt nicht gut. Ich merke gerade, es sieht ganz, ganz schlecht aus. Wir haben jetzt seit, glaube ich, 8 Spielen nochmal gewonnen. 2 Siege hintereinander. Oh, er wird sich halt sowas von nicht verbessern. Jetzt haben wir noch gegen Herakles verloren. Ach du Scheiße. Und noch schon wieder und schon wieder. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Jetzt kommen noch 2 starke Mannschaften. Manager-Rating 68, 15. Tabellenplatz. Ich glaube nicht, dass das wirklich was bei Emremor gebracht hat. Hat es auch nicht. Er ist immer noch bei einer 76. Leute. Er hat minus 2 Ruhe. Was sieht man, dass er sich vielleicht bei ein paar Stats hier verbessert. Aber so wirklich gut auch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo das vielleicht dran liegen könnte. Damit werde ich das Ganze jetzt hier abbrechen, weil ich glaube, es bringt jetzt nichts weiterhin, da irgendwie großartig was zu machen. Klar, man könnte jetzt intensiver trainieren und sowas, aber das ist ja dann so ein Zeitspektrum, das wäre viel zu lange. Hier hat er es, sage ich mal, nicht zu dem geschafft, was ihm mal prophezeit wurde. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er auf einer 82 ist jetzt zu dem Zeitpunkt. Ist er aber nicht. Aber nun gut, können wir nichts dran ändern. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Und ich sage bis dahin und ciao, Leute.